Hallo und herzlich Hallo willkommen und herzlich zurück willkommen zu hier einer neuen bei der LS-Folge. Und zwar zur Wow, Challenge. Challenge. Das nochmal mit Gott der Lut, mit dem Gegner, dem Justin. Jo, grüß dich, schön, dass du hier bist. Heute ist Moin. Zahltag. Heute ist Zahltag. Und weißt du warum? Wegen deinem Regelverstoß kannst du es erstmal schön dem LU 16.300 überweisen. Normal wären es eigentlich 100.000, aber wir haben heute mal Special Preis gemacht. Special Preis. Special. Special. Ich hoffe, der hat überwiesen, wenn. Wenn er zu wenig überwiesen hat, tue sie gerade mal das Doppelte draufrechnen. Hey, den Holland stand doch vor. Wer verschiebt die ganze meine Fahrzeuge? Ey, Chrissy, ich... Eine MAN steht auch im Busch, da kriegen wir auch nochmal 5.000. Ja, der LS-Profi hat es bezahlt. Okay, ja. Gut so. Und jetzt bezahlt er nochmal, weil er meinen Holland bewegt hat. Ich bin doch gar nicht gefahren, Alter, wollen Sie mich verarschen jetzt? Ja, ist klar, wir fetten sonst das Ding. Keine Ahnung, ihr Kotz, ihr Nachbar, keine Ahnung. Oder will irgendeiner von Melu, dass ich das lustig finde. Ich kann nur drüber lachen, wie immer deine Holland, deine Fahrzeuge zufälligerweise immer verschwinden. Ja, rein zufälligerweise, weil die Leute einfach. Ich wette mir, die erste Krise unbedingt. Ich will, dass meine Fahrzeuge jetzt verschoben werden, hä? Nee, alles gut. Nö, ja, haben wir eigentlich alles durch, oder? Jo, passt. Chrissy, ab nach oben mit dir. Ich chill hier unten. Nee, Chris. Chrissy? Ja? Jetzt wieder in seiner Sturmphase. Chrissy. Jo. Es ist sicher, dass das Feld 45 ist, weil ich glaube, das ist ja Feld 55, weil Feld gar nicht ist. Ja. Feld 55, hab ich gesagt. Ja, hat er gesagt. Ich hab Feld 5 verstanden. Ne, der hat 55 gesagt. Das dann entschuldigt mich. Kein Problem. Sitz mal. Gut, das war's. Danke, ciao. 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 Justin? Das runter. Also. Hier, ich bin ja auch gleich fertig noch hier mit dem Feld. Jo. Ich bin gleich erstmal voll, da bunge ich ab. Und dann passt das. Jo. Schaffe ich das historisch auf? Ja, doch, easy. Nein, schaffe ich nicht. 99. Ah, genau hier, Alter. Der LS-Profi hat wieder den Anhänger auf ihre Wiese gefahren. Wer? Der LS-Profi hat hier den Anhänger auf ihre Wiese geparkt. Wo ist der Wiese? Die unter unserem Schweinestall, was das ist? Nee. Auf jeden Fall ihr kleines Eck da. Neben dem sein Feld, wo wir unseren Drescher stehen haben und so. Das da brauchen sie schon mal gar nichts zu sagen, weil erstens, das ist nicht seine Wiese. Doch. Aber da haben sie ihr Fuhrpark auch drauf gefallen, das können sie gar nichts dazu sagen. Hä, hey, Boss, der Wiese, wo? Oben unter der BGA, unter diesem BGA-Dings da und neben meiner 41. Ja, das macht dann aber eine Standgebühr von 3.000 Euro. Ja, für das LU auch, hä? Na, das ist... Chrissy, dein... Und dann wird da geparkt. Natürlich, ich hab die den auch Minute geparkt. Die eine Minute. Ja, die eine Minute war mein Anhänger auch da. Der LU darf bei mir alles machen. Da gehen wir nicht. Er stand ganz letztes Gar nichts hier, Junge, gar nichts. Jo, ihr kehrt das LU will irgendwas von mir. Jo, dein Anhänger ist voll. Ah, ja, ich komm. Ich fange jetzt an, ihre Wiese zu mähen. Okay, mach ich. Mach uns das. Herr Gegner? Nö. Haben Sie ein Dings zum Verleihen? An Ladewagen? Ich verleihe dir gar nichts. Nö. Was? Was wolltest du fragen? Ladewagen. Haben Sie einen Ladewagen? Kannst mich mal. Okay. Das fragst du zum. Siehst du? Das fragst du mich zum fünften Mal, ob du meinen Ladewagen ausleihen möchtest. Jedes Mal hast du den Fendt genommen. Herr Chrissy?
Ja. Wie sieht's aus mit unserem JCB-Teleskop-Lader? Weil. Teller schon zum Eigen genommen, Alter. Achso, der steht noch bei mir und. Ja, das ist schon der eigene Teleskop-Lader da unten. Ah, tut mir leid. Kann jetzt wieder mitnehmen. Junge, der ist schon Tag, wow, ist seit Tag 1 da unten. So lange behalten, dann kann man selber abholen. Wahrscheinlich will er auch nur, hast du jetzt selber den Rest, ey. Wir fetten hier vorne, ah. So, ich mach mir jetzt aber wieder. Nein, nee, ich wollte eigentlich was fragen, stimmt. Wie sieht's aus mit Silage verkaufen? Haben Sie da irgendwie, kann man das bei Ihnen irgendwie verkaufen? Ja, zurzeit kann man das bei uns verkaufen. Wie viel? Wie viel sind 1000 Liter? Herr Gegner, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo Sie vielleicht mal hochgehen. Das ist was, das ist ein Gespräch unter guten Leuten. Hallo? Ey, der Typ, ey. Was war denn Silage? Was war das denn? Silage war Silage. Die Moschee war das. Die Moschee. Die Moschee. Die Moschee, Junge. Ja, so recht witzige Türme und in der Mitte sind die Kugel, Alter. Ja. 300. 300. Wie viel? 1000, 300? 300. Ich kann den nicht machen, ich bin bestimmt wieder raus. Ach nee. Ich würde mich dann nochmal melden, aber 300 ist eigentlich ein guter Preis. Ich muss ja nur warten, bis das Zeug fertig geht ist. Dann würde ich ihn mal vorbeibringen. Ja. So, machen wir es so. Machen wir es. So, ach du Scheiße, machen wir jetzt den Maschinen. So, machen wir es wieder hoch. Meister? Ihr Gesprächspartner ist derzeit nicht verfügbar. Ja, Alter, jetzt komm, mach ihn gerne auf Mimimi, komm. Red doch mal ein bisschen mit mir. Was ist das denn für ein Plan? Hallo. Was denn? Was hast du denn für ein Plan? Was ist ein Plan? Weiß ich nicht, jeder hat doch einen Plan, wenn er gewinnen will. Oder der König von Geistesberg zu werden. Oder? Wollen Sie normal gewinnen? Was ist Ihr Problem? Ja, Sie haben natürlich einen Plan, wie Sie am besten Geld scheffeln. Oder? Vielleicht. Aber lass mich 3000 Standgebühren war dann nur ein Scherz, oder? Hallo? Hallo. Willst du mich eigentlich komplett rollen hier oder was? Ey, wir fetten da vorne, was hast du denn da drin in deinem Laden? Herr Grissi. Ey, ist da Raps drin? Hoho! 4000 Euro, Junge! Also, da muss ich schon ordentlich zahlen hier, hä? Wo hast du 300.000 her, Alter? Dort, wo ich es halt herhabe, auch wirtschaften.
Wieder illegal wieder vom Melu geklaut, hä? Na. Wie immer. Paar Kästen hingebraucht und dann Geld kassiert. So einer bist du, also so ein schlimmer Finger, hätte ich echt nicht gedacht von dir. Ein bisschen zu ruhig, was ist denn los? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Na. Was ist denn dann? Gewinnerin holt weniger, was? Gute Optimismus, aber hast du ja schon bei der Challenge gesehen, wer der Gewinner ist. Es war alles offen. Und 200.000, gar kein Ding. Krabs bringt's halt einfach. Das schmeckt. Hey, Chrissy Gaming. Ja. Was machen sie denn gerade? Geld verdienen. Wenn du schon wieder solche grobe Aussagen machst, ey, dann ist es schon wieder illegal hier. Leute, kann man sich noch... warte mal kurz. So, jo, jetzt gehen wir das eben verkaufen, so wie wir immer machen. Und dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und schaut zur nächsten Folge vorbei. Bis dann, macht's gut, ciao.